Ich bin hier in Vicenza. Total leer, ohne Touristen. Das ist richtig klasse. Aber ihr seht ja, man muss öffentlich auch mit Mundschutz rumrennen. Wir haben es jetzt Juni 2021. Ja, Vicenza ist eine der reichsten Städte Italiens. Ja, Vicenza nennt sich auch Città d'Oro, Stadt des Goldes. Es kommt daher, weil früher viel, wahrscheinlich jetzt auch noch viel Schmuck hier verarbeitet worden ist. Und ich sehe auch hier sind viele Schmuckgeschäfte. Und einen Namen, der läuft einem ständig über den Weg, das ist Palladio. Das kommt von Andrea Palladio. Das war ein Star-Architekt in Italien und der hat so mehr oder weniger das ganze Zentrum hier aufgebaut. Und jetzt zeige ich euch mal die ganzen Paläste. Ist übrigens autoberuhigte Innenstadt. Wusste gar nicht, dass die Italiener das Wort kennen, autoberuhigt. Schon fährt eins vorbei.